My name's Kevin Danzo. I'm 19 years old, professional footballer for FC Augsburg and the Austrian national team. Injuries do happen, and recently I've learned how to deal with them mentally and not be so down. There was a 50-50 ball, I twisted my leg. Half time came, your adrenaline goes down. It just kept hurting, and that's something that I've found really hard, having to sit out and not play football, because after a week of holiday or a week off, I'm already shaking and wanting to go out to play football. In the youth, I never had a serious injury where I had to sit out a game or something like that. But now the professional game is a bit different. Everyone's a bit more physical. There's a mental strain, which also does affect your body. Alles gut? Es ärgert ihn, wenn er verletzt ist. Und er denkt halt vielleicht noch einfach zu jugendlich, dass er einfach sagt, ja, das geht von alleine weg. Da hilft es mir natürlich schon sehr, an Kevin über Jahre zu kennen. Da hat sich mittlerweile einfach ein Vertrauensverhältnis entwickelt, wo man sagen kann, Kevin, das ist zwar jetzt keine gute Situation mit der Verletzung, aber du kriegst alle Zeit der Welt. Und dass der Kevin nicht das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich mich verletzt, jetzt bin ich wieder komplett draußen und ich muss so schnell wie möglich wieder zurück und dann in die nächste Verletzung rein. Wann kann ich dann wieder, Markus? Ja, am Dienstag die Kontrolle mit MRT und dann ist die Entscheidung, ob du von den Gehstützen wegkommst. Wir geben ihn dann in die Hände des Reha-Trainers und Athletiktrainers. Dann fängt er mit Stabi an, Laufeinheiten und dann so schnell wie möglich halt auch dann an den Ball. Und wenn das ohne Probleme vonstatten geht, in die seitlichen Sachen, Drehbewegungen, Torschuss, und dann geht es auch ziemlich flott wieder in Mannschaftstraining. Das ist ein Laser. Der regt jetzt die Zellen an. Mehr Sauerstoff im Gewebe und dadurch halt ein schnellerer Heilungsverlauf. The first injury was hard to deal with because that was my first time being injured. But now I think the second injury, I've dealt with it a bit better. I've taken it a bit lighter than I did the first injury. Den hat er jetzt nur zum Fahrradfahren an. Und wenn er nachher auf den Platz geht, dann ist es täglich. Injuries are part and parcel of the game. When they do happen, just be careful. Oh, how did you miss that? Make sure you take your time to come back, and when you're back, then you can give 100% and play as hard as you can. Well done, Peter. Cheers. We are talking about 1990s, beginning 2000, not 1960 in Mississippi, United States. The best thing to say is ignore discrimination and just continue playing, but it's not something that's easy to ignore.